Da die Berechnung der Gebäudetransferfunktion sehr komplex ist, haben wir als Firma Caldera zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart dieses Schallschutzprognosetool entwickelt haben. Und das ist das ja, bereits angekündigte Schallschutzprognosetool vom Fraunhofer Institut für Bauphysik. PROSA steht für Prognosetool für Das steht gar nicht Sanitärgeräusche. für Prosa. Nein, das steht für Prognose von Sanitärgeräuschen. Das ist jetzt hier erstmal in Excel gemacht. Es hat verschiedene Tabellenblätter, wobei es hier noch mehrere gibt, die jetzt alle ausgeblendet sind. Also das ist sehr umfangreich. Ich blende das einfach mal, um zu zeigen, wie umfangreich das ist. Das alles noch einmal hier ein. Und ihr gebt dann einfach die entsprechenden Werte ein und der Rest errechnet sich dann quasi auf Genau. Objekte. Also du brauchst Objektwerte dazu. Genau, ich würde das jetzt einmal zeigen. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen reinzoomen. Also wir haben hier unten die E-Tabellenblätter, nenne ich sie jetzt mal. Das sind E für Eingabetabellenblätter. Dann kommen halt hier Berechnungs- und Datenbank. Also hier sind noch mehrere, die jetzt auch ausgeblendet sind. Tabellenblätter, die halt die Prognoseberechnung durchführen. Und wir haben am Ende die Ergebnistabellenblätter, die R-Tabellenblätter für Result. Genau, was wird benötigt? Und das zeigt, denke ich, auch mal, was Einfluss auf die schalltechnische Planung von einer gebäudetechnischen Anlage hat, ganz gut. Also wir müssen zuerst einmal das Produkt bestimmen, was wir nachweisen möchten. Und das ist so, dass wir über unser Portfolio, sagen wir mal, eine Matrix gespannt haben mit verschiedenen Möglichkeiten, die im Objekt eingesetzt werden können. Wir haben das unterschieden erst einmal nach Duschflächen und Badewannen. Und deswegen gibt es zwei verschiedene Datenbanken. Ich würde jetzt einmal hier in die Duschflächendatenbank springen als Beispiel. Dann sieht man hier, was es für Prüfberichte gibt, die für die Prognose berücksichtigt werden können. Das wäre jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, hier so ein Prüfbericht. Da kann ich jetzt hier was auswählen. Also ich, lange Rede, kurzer Sinn, diese Datenbank, diese Matrix beinhaltet erstmal als fixe Stützstelle innerhalb dieser Matrix einen Prüfbericht, ähnlich wie aktuell der Status quo ist, was ich eben gezeigt habe, den wir Ihnen als Planende zur Verfügung stellen. Das ist die Absprungbasis einer Prognose. Das wäre jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt mal einfach hier einen ausgewählt, das wäre jetzt zum Beispiel, ich hoffe, man kann das sehen, eine Konoflat Duschfläche Modell 783, die da halt installiert wurde. Die Länge Breite war 90 mal 90 Zentimeter. Sie ist mit einem ESR-Montagerahmen installiert worden. Dann gab es keine Mittenabstützung. Also wir haben auch Brauchen wir so nicht bei eine, der Größe, bei ne? der Größe brauchen wir keine Mittenabstützung. Wenn die Duschfläche jetzt größer würde, sagen wir oder empfehlen wir ab 90-90 ist es Brauche besser, jetzt eine Mittenabstützung. Mittenabstützung. Nicht relevant fürs Material, aber schon fürs Ja, Gefühl dass dann. man dann halt so eine Unterstützung hat noch. Die hat natürlich einen akustischen genau, Einfluss auf auf das Ergebnis. Dann, Martin, du hast es, glaube ich, irgendwo hier liegen. Da haben wir noch die Möglichkeiten, Auch die Schallisolationsmatten, ja. Antidröhnplatten aufzubringen, die entdröhnen das Blech. Das kann man. Ist eine Bitumenmischung, die vor Ort dann aufgeklebt werden können. Werden dann kurz warm gemacht. Die Duschfläche oder Badewanne muss natürlich staub- und fettfrei sein. Und dann kann man die ganz vor Ort ganz easy an die Wanne, an die Duschfläche Genau, anbringen. und die würden das Ergebnis verbessern. Deswegen berücksichtigen wir das in unserer Prognose, dass wir jetzt sagen, okay, das war jetzt in diesem Fall waren 13% der Duschflächenrückseite mit Antidröhnplatten beschichtet. Es gibt auch noch super Antidröhnplatten, die sind dann nochmal etwas dicker. Das Wir ist das, haben, was die Schweizer grundsätzlich auf ihren das ist, Badewannen was die haben. Schweizer grundsätzlich auf ihren Badewannen haben, weil die halt in der Schweiz auch die Benutzungsgeräusche, wo der Herr Dr. Nocke eben von ja, Ganz andere Ansprüche berichtet haben. hat, nochmal da auch Anforderungen dran stellen, die dann nochmal schwieriger sein. So, das ist die Absprungbasis. Und ich kann jetzt von dieser Absprungbasis Änderungen durchführen. Also ich kann jetzt zum Beispiel die Duschflächengröße auf 1 Meter mal 1 Meter verändern. Dann würde eine Eine Mittenabstützung Mittenabschluss ist notwendig werden, erforderlich. deswegen würde ich jetzt hier ein Ja reinmachen, dass eine vorhanden ist. Und ich kann jetzt rechnerisch die Anzahl der Antidröhnplatten verändern, dann mal 5 Stück. Einfach nur, um mal was eingegeben zu Dann haben. ist der Flächenanteil korrigiert sich dann automatisch auf 27% bei fünf Genau. Stück.
Man sieht jetzt, also das ist so die Definition des Produkts. Und hier ist die Absprungbasis für unsere Prognose. Das ist jetzt einmal hier die Körperschallleistung. Also wie viel Schwingungen bringe ich in das Gebäude rein? Und die Luftschallleistung, das ist, wie viel Luftstahl strahlt mein Produkt ab und leitet es über die trennenden Bauteile wieder in Nachbarräume weiter. Und das haben wir für verschiedene Anregequellen gemacht. Das wäre jetzt klassischerweise dieses KGN. KGN steht für Körperschallgeräusch normal. Das ist so ein bisschen der Normsprech, sage ich jetzt mal, weil es einfach in der Praxis nicht möglich ist, für jede Handbrause ja, die entsprechenden Daten zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch in den Prüfberichten schon ja, relevante Praxis, dass man halt gesagt hat, okay, man entwickelt dieses Körperschallgeräusch normal, wo halt ein reproduzierbarer, gleichmäßiger Wasserstrahl rauskommt aus diesem Körperschallgeräusch normal, der in einem Forschungsprojekt auch beim Fraunhofer-Institut für Bauphysik mal entwickelt wurde. Basis dafür sind Messungen verschiedener Brausen und ja, man hat da Statistik betrieben. Also man kann sagen, so dieser KGN-Wasserstrahl, der ist so obere Mittelklasse. Ja, das ist das KGN. Das wäre so das Wasserstrahl-Prallgeräusch, was beim Duschen entsteht, was jetzt für uns für DIN 4909 in Deutschland also das, relevant was wäre. Der Nutzer so als Prasseln wahrnimmt. Ne? Genau. Dann haben wir noch den Pendelfallhammer, das ist in der Schweiz. Ah, ja. Das ist so ein von der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt genau. entwickelter Hammer, der das Benutzungsgeräusch, also was das vom Benutzer einflussbare Geräusch an der Duschfläche. Weißt du, was der Hammer ist? Nein. Werkzeug. Das ist ein Hammer, ja, genau. Das soll jetzt in unserem Fall simulieren, ich sage jetzt mal, mir fällt die Shampoo-Flasche runter auf die Duschfläche drauf. Es gibt so einen Impulsschlag. Und genau, das ist so, dass wir da berücksichtigen. Und dann gibt es noch hier dieses NHW, das steht für Normhammerwerk. Das, sieht ein bisschen aus wie, ich sage jetzt mal, aus dem Physikunterricht Verbrennungsmotor. Das ist eine Kurbelwelle mit verschiedenen Hämmern drauf und dann hämmert der. Ach, das ist die Trittschall. Das ist die Trittschallanregung. Als wenn man auf dem Parkett läuft. Genau, das ist die Trittschallanregung, ist auch genormt. Wie gesagt, halt häufig werden halt auch von Akustikbüros Anforderungen im Boden, ebene Duschflächen gestellt. Ich sage jetzt mal, klassisches Beispiel, wir haben barrierefreies Bad. Da haben wir ja auch die Duschfläche Kajunoplan Multispace im Angebot, wo ein Teil der Bewegungsfläche, der Bewegungsfläche auf die Duschfläche angeregt wird. Und dann kann man halt sagen, okay, wenn wir schon sagen, es ist von der Barrierefreiheit ein Fußboden, dann muss ich auch die Schallschutzanforderungen an einem Fußboden anpassen. Ich habe so ein Ding schon mal gesehen bei irgendwelchen Parkettleuten, die irgendein Parkett geprüft haben oder was. Dann dickelt das da immer drüber. Ja, ja, das ist ein weit verbreitetes, genormtes Messinstrument. Also das ist so. Die Eingangsdaten produktseitig von der Prognoseberechnung. Dann müssen wir noch den Gebäudegrundriss und das Gebäude an sich beschreiben. Das würden wir jetzt in diesem Tabellenblatt 2 machen, indem wir jetzt ausgehend von diesem Musterinstallationsprüfstand, der beim Fraunhofer physikalisch gebaut wird, also wie gesagt, Absprungbasis immer der reale Prüfbericht, auch vom Gebäude her kommt. Ich kann jetzt hier Änderungen am Gebäudegrundriss machen. Also ich kann jetzt hier die Raumhöhe verändern, ich kann die Raumtiefe verändern, also den Raumgrundriss an sich. Ich kann auch einen Versatz machen, also denke ich mal auch bei Versätzen, wenn es jetzt kein Regelgeschoss ist, sondern ich sage jetzt mal klassischer Fall wäre jetzt irgendwie eine Aufstockung oder sowas, dass man sagt, okay, man setzt auf ein vorhandenes Gebäude nochmal irgendwie ein Staffelgeschoss oben drauf, wo halt dann nicht unbedingt ein Regelgeschoss der Fall ist. Und dann würde jetzt zum Beispiel in dem Fall, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich habe mein Badezimmer hier, das ist der Raum B und der nächste schutzbedürftige Raum wäre jetzt der Raum D, hätte man jetzt von der Körperschallübertragung her hier keinen Kreuzstoß, wie er hier ist, sondern der Schall würde über zwei T-Stöße in Raum D und das kann man halt rechenmesstechnisch berücksichtigen. Genau, also ich kann hier den Gebäudegrundriss, dann ist es noch wichtig, wie wird der Raum genutzt, das findet nachher eine Anforderungsabfrage statt. Jetzt kann ich hier noch die Raumakustik in dem Raum einstellen. Also das kann ich über die Nachhallzeit machen. Die Nachhallzeit ist das, die Zeit, in der sich ein Geräusch innerhalb eines Raums halbiert, sodass dieses Tabellenblatt jetzt die Beschreibung des Grundrisses und des Raums ist. Zu guter Letzt, ich
müssen wir für die Prognoseberechnung auch noch die trennenden Bauteile beschreiben. Also wie ist die Gebäudesubstanz? Und das kann ich machen, indem ich jetzt hier immer diese rot eingefärbten trennenden Bauteile, das wäre jetzt hier zum Beispiel die Betondecke oder die wie auch immer Decke, Die Geschossdecke. die Geschossdecke im Badezimmer, im Nebenraum und so weiter, halt die Installationen Trennwände. ändern kann. Das mache ich über den Baustoff. Da sei es an der Stelle zu erwähnen, dass, wie ich eben schon gesagt habe, die Prognoseberechnung 1, 2, 3, 5, 4, Teil 5 funktioniert im Massivbau. Also wir können am Massivbau alles berücksichtigen. Deswegen sind jetzt hier schon mal voreingestellt verschiedene Massivbaustoffe. Wir können allerdings auch eigene Baustoffe kreieren über die Flächenmasse und wir brauchen halt die Wellenausdehnungsgeschwindigkeit innerhalb dieser Baustelle. Den Verlustfaktor, also wir brauchen ein paar Kennwerte für diese Baustoffe, können die dann aber auch da einfügen. Genau, also ich kann jetzt hier entsprechend den Werkstoff ändern. Klassischerweise ist es Beton. Die Flächenmasse, also klassischerweise höre ich aus der Praxis viel, sind 20 cm Stahlbetondecken oder 22 cm, sind so gängige Größen. Eine 22 cm Betonwanddecke hat um 506 500 Kilo. Kilogramm. Genau, die wäre dann, das müssen wir in SI-Einheiten machen, also 0,22 Meter, also SI-Einheiten Meter, kann man das halt hier verändern und es würde dann in der Prognoseberechnung berücksichtigt werden. Ganz wichtig sind Also Vorschalen dann. Vorsatzschalen, das wäre jetzt klassischerweise ein Estrich, der sich definiert über die Flächenmasse des Estrichs. Da wäre so ein typisches Gewicht 120 Kilo für die Estrichplatte pro Quadratmeter. Dann brauchen wir die Kennwerte der Klar. Trittschalldämmung, die dort berücksichtigt werden. Ich habe bei mir jetzt gebaut und die Tackerplatte von der Fußbodenheizung selbst gelegt. Die hatte eine dynamische Steifigkeit von 10. Würde ich jetzt einfach mal hier übernehmen. Es gibt auch wesentlich härtere Dämmungen. Wie ist der Estrich ausgeführt? Ist es ein Zementestrich? Ist es auf Gipsbasis Ja. ein Anhydritestrich? Kann ich hier entsprechend verändern. Sagen wir mal, ist es ein Zementestrich. Wie dick ist der? Wie der SI-Einheit, müssen wir aufpassen. 0,06 Meter. Ganz wichtig noch, steht das Objekt, was ich nachweisen möchte, auf der Estrichplatte oder nicht? Also es ist jetzt bei Also einer steht es auf dem Duschfläche. Rohbeton und in der Genau, weil ich Aussparung oder sonst so. halt die positiven akustischen Eigenschaften des Estrichs würde ich mitnehmen, wenn ich es auf den Estrich stelle. Häufig ist es nicht gewünscht, weil ich eine bodenebene Duschfläche zum Beispiel Richtig. haben möchte. Hatte ich auch einen interessanten Fall mal. Ich hatte einen Architekten mal gesprochen, der sagte, ich würde so gerne eine bodenebene Duschfläche einbauen. Ich traue mich das aber nicht, aus schallschutztechnischen Gründen. Und wir könnten jetzt hier den Nachweis halt für sowas führen. Also ich kann jetzt hier sagen, steht es in der Aussparung ja oder nein? Also so wäre es jetzt. Obendrauf und so wäre es bodenebene. Genau. Ebenfalls ein Einfluss abgehangene Unterdecken, klassischerweise eine Klar. Riegeldecke. Wiegt, was mag die wiegen? Anschaulich, ich meine 12 Kilo Essig, wiegt Platte pro eine Quadratmeter. Riegelsplatte pro Quadratmeter. Dann ist ab wichtig, wie groß ist der Abstand zur Rohdecke. Je größer der Abstand, desto besser ist die akustische Wirkung. Wäre jetzt irgendwie, sagen wir mal, dies 10 cm abgehangen. Also 12 Kilo mit Unterkonstruktion und Genau. allem drum und Gibt es dran, ne? Körperschallbrücken bei dieser Vorsatzschale? Also es gibt so federnde Elemente oder sind einfach starr dran geschraubt. Ich sage jetzt einfach mal, es ist starr dran geschraubt. Also es gibt Körperschallbrücken. Und somit habe ich jetzt, ich habe einfach jetzt was eingegeben, meine Situation beschrieben. Das Programm rechnet aus über diese vielen Daten und Rechentabellenblätter, was als Ergebnis dabei Was ich rauskommt. vorher Das ist jetzt hier vorgelesen noch habe. relativ wissenschaftlich dargestellt. Einmal hier für den Nebenraum, für den Raum unten dran und weiter hier rüber. Für den Raum diagonal, wieder für die verschiedenen, Quasi für den schutzwürdigen Raum, ne? für die verschiedenen Anregerarten wieder hier. Einmal grün, wieder das Normhammerwerk. Rot, der Pendelfallhammer aus der Schweiz und blau, unser genormter Wasserstrahl. Hier ist es nochmal aufgeteilt nach Körperschall- und Luftschallbeitrag. Das wäre jetzt so eine Optimierungsmaßnahme, Super. was halt jetzt der große Überträger wäre, das Geräusch. Also Und wenn das man ist jetzt auf dann der, was, wo ich meine Objekte quasi im Vorhinein schon konkret ausrechnen kann. bevor es teuer wird, ja.
Bevor es im Nachhinein vor allen Dingen teuer Bevor es wird. im Nachhinein teuer wird, genau. Gut, Ich das mache ist nicht das zu viel, nicht zu Prognosetool. wenig. Wir haben auch hier so Häuser eingefügt, also das, was ich eben sagte. Wir haben Musterhäuser. Musterhäuser, die uns anzeigen. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach aufs Blaue hinaus was eingegeben. Haben jetzt hier für die verschiedenen Regelwerke, die verschiedenen Anregearten, die Anforderungen jeweils eingetragen, das, was wir da prognostiziert haben. Was gerundet ist, haben es grün hinterlegt, wenn es jetzt erfüllt wird. Es gibt auch irgendwo wahrscheinlich noch. Hier zum Beispiel, jetzt, ich weiß nicht, was das für ein Fall ist, wäre es jetzt gelb hinterlegt. Das Grün bedeutet, es sind die erhöhten Anforderungen eingehalten. Gelb wäre halt jetzt die Mindestanforderungen noch eingehalten. Wenn es jetzt rot wäre, wäre halt keine normative Anforderungen eingehalten. Wir haben jetzt hier bei VDI noch blau hinzugefügt, weil es halt einfach eine Schallschutzstufe mehr gibt. Wir haben auch noch eine vierte Farbe einfallen lassen müssen. Aber das ist so das Prognosetool. Zurück in die PowerPoint-Präsentation. Das ist das, was ich eben gesagt hatte. Das ist das, was wir Ihnen zur Verfügung stellen könnten. Das wäre jetzt eine Stellungnahme vom Fraunhofer Institut für Bauphysik ausgeführt. Das war jetzt, ich habe das gesperrt. Ich meine, ja, ist ja auch okay, aber das ist dann tatsächlich was, was man so schön schwarz auf weiß besitzt. Genau. Da ist auch ein namhafter Autor dann oben drüber, beziehungsweise genau. Der also das eben ist auch das. Unterschreibt. Das ist jetzt kein Goodwill-Ding, hat Karlewey unterschrieben oder irgendwas. Das ist genau. dann tatsächlich Also das auch, könnten wir Ihnen dann, auch zur sagen wir mal, als Anlage zu dem Prüfbericht, den Sie von uns eh schon bekommen, zur Verfügung stellen könnten. Eine objektbezogene Bewertung. Hier habe ich das nochmal etwas größer dargestellt. Also wo jetzt der schwarze Balken ist, würde dann der Name von Ihrem Projekt stehen, was Sie planen oder nachweisen müssen. Und genau, das ist so der Gedanke, den wir mit dem Prognosetool haben. Also wie gesagt, es steht in der Norm drin, der Hersteller ist dafür verantwortlich, seine Produktmaßnahmen nachzuweisen. Da gibt es halt aktuell noch große Planungslücken und die wollen wir jetzt einfach mit dem Prognosetool schließen, weil es für uns als Hersteller auch unbefriedigend ist, wenn man Fragen halt nicht valide beantworten kann. Und das Klasse. Die Planer, Architekten, Installateure können sich an dich wenden oder an Karlewey erstmal? Ich denke, wir haben es in der Vergangenheit so gemacht, dass das über Ihren Außendienst Mitarbeiter, Sie können es auch über unsere Zentrale, also wenn Sie eine E-Mail, sagen wir mal, an die Zentrale der Firma Karlewey mit einer Frage stellen, wird es bei Martin Zinzius oder bei mir auch gestellt. Ja, wunderbar. Prima, danke für die ausführlichen Erläuterungen da. Ich denke, das ist eine gute Sache für die Zukunft. Damit sind wir dann auch soweit mit unserem Teil durch und ich kann höchstens noch mal eben ein paar Dinge zeigen von uns, die wir jetzt gerade schon mal gezeigt haben, die Schallschutzmatten dann eben auch, die Wannenanker, die ja auch Herr Dr. Nocke schon mal angesprochen hat, die entsprechend schallmodifiziert sind. Viele Dinge schallschutzmodifiziert sind, nicht schallmodifiziert sind. Oder eben auch, was ich gestern Abend noch eingebaut habe, eine entsprechende Schallschutzmatte am WC. Da wundert man sich ja auch, was dabei schon an Schallschutz genommen wird. Gerade wenn wir mehrere WCs übereinander haben in einer Etage. Das ist schon echt ein Klassiker. Oder aber auch hier, was so eine Schallschutzkappe, was wir hier unten am Fuß dann eben auch haben, da an Schallübertragung eben auch wegnimmt. Ja. Sag ich danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen.